Heute in Up-to-Date. HTC Vive vorbestellbar. Zelda in Google Maps gefunden. No Man's Sky und seine Extras. The Division der Film. Stress mit Doom. Kingdom Come Deliverance Beta. Und Call of Duty Ghosts 2 noch 2016? Ja, der Hype um die virtuelle Realität hat uns derzeit schon ziemlich im Griff. Doch wie bei jeder technischen Neuerung überragen die Preise für die derzeitigen Modelle so ziemlich jedermanns Budget. Auch HTC hat nun mit der HTC Vive seine Brille ins Rennen geschickt. Dennoch überrascht es keinen, dass das Set, bestehend aus der Brille und den beiden Remotes, mit einem Preis von 899 Euro zu Buche schlägt. Die Vive ist somit teurer als ihre Konkurrenz, ob sie jedoch auch besser ist, werden erste Tests zeigen. Am 4. März wurde The Legend of Zelda Twilight Princess HD released und um das gebührend zu feiern, ersetzte Google Maps die kleine gelbe Figur in Street View mit einer kleinen Link-Figur. Samt Mütze, Schwert und Schild. Ein nettes Gimmick, das nun jedoch bereits nicht mehr nutzbar ist. Mal schauen, was zum Release von Doom kommt. Wo wir gerade bei Doom sind, da ist vor kurzem doch wirklich die Community auf die Barrikaden gegangen. Das geplante Cover des am 13. Mai erscheinenden Titels sei fernab aller Vorgänger viel zu untypisch und passe einfach nicht zu der legendären Reihe. Wohl wissend, dass man seine Community schätzen muss, präsentierten die Verantwortlichen via Twitter dann eine Abstimmung für jene unzufriedenen Zocker. Zwei gänzlich neue und sehr an alte Designs angelehnte Cover standen dann 4 Tage zur Wahl und sollten nun das ehemals geplante Cover ersetzen. Keys, Keys, Keys. Wer endlich mal wieder feste Materie für sein Geld haben möchte, der kauft sich meist die Collectors Edition seiner begehrten Spiele. Auch No Man's Skies bietet jene Version bereits jetzt vor Release seinen Fans zum Kauf an. Enthalten ist neben dem Key ein handbemaltes Raumschiff, ein Pin, ein nettes Diorama für den Schrank und ein mysteriöses Item, das erst zum Release bekannt gegeben wird. Wer sich also eine der nur auf 10.000 Stück limitierten Boxen sichern will, den Link gibt's natürlich wie immer auf gameplan.de. Division all over the place. Ja, der Titel diktiert nahezu das gesamte Internet und viele halten die Spannung kurz vor Release kaum aus. Bis es jedoch soweit ist, könnt ihr euch jedoch die Zeit ein wenig mit einem selbstgedrehten Fanfilm vertreiben, der euch knapp 9 Minuten lang in die Welt von Division zieht. Die Kingdom Come Deliverance Beta ist endlich gestartet und zeigt endlich bewegte Bilder aus dem neuartigen Kampfsystem. Nach unserem Interview auf der Gamescom 2015 ist es nun endlich soweit, dass unsere Redaktion euch einige Infos zu diesem Titel und seinen Reizen zeigen kann. Screenshots, Infos und alles Wichtige stehen für euch im Bericht auf gameplan.de. Zum Schluss noch ein wenig Futter für die Gerüchteküche. Sollte die Call of Duty-Reihe ihrer Linie treu bleiben, müsste uns im Laufe dieses Jahres der nächste Titel erwarten. Getreu den Regeln hieße jener dann entweder Ghosts 2 oder Modern Warfare 4. Eine englische Redaktion sprach aus angeblich sicherer Quelle von Ghosts 2, das uns bereits im November 2016 vor die Visiere gesetzt werden soll. Bestätigt ist dieses Gerücht nicht und ebenso die Quelle nicht. Dennoch bleibt zu hoffen, dass es neues Kanonenfutter gibt. Wieder 7 Tage vorbei und nicht alle Berichte konnten hier in Up-to-Date erscheinen. Checkt also gameplan.de, um die volle Dröhnung an News zu erhalten. Und sollten wir uns Mittwoch nicht schon im Heaven's Hope Livestream wiedersehen, dann zumindest wieder nächsten Sonntag. Denn dann halten wir euch wieder Up-to-Date. Ganz genau.